Also, Saisonrückblick von der Saison 26-27, einer sehr erfolgreichen in der Vereinsgeschichte von Real Valladolid unter Präsident Ronaldo und unter dem besten Trainer der Welt. So, erster Punkt sind natürlich die Neuzugänge. Schlotterbeck, ja, waren wir zufrieden mit. Contreras auch, ja, überwiegend gute Arbeit hier geleistet. Na gut, das müssen wir noch teilen, warum? Gebühr hat kein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, mein Gott. Beta waren die sogar zufrieden mit. So, ne? Ist mir auch egal. Weiter geht's mit der Saisonbilanz. Aus Abstiegskampf aushalten waren die Erwartungen. Die haben wir deutlich übertroffen. Wir hatten nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Fast schon eher mit Europa, wobei es da auch dann 10 Punkte waren. Nach unten 20. Alles gut, Zuschauerschnitt, ja, fast ausgelastet. Top-Torschütze Javier, Vorstand war zufrieden mit einer 2 plus. Ja, nehmen wir so hin. Wie lief die Saison an? Erste schweren 7 Spiele, ganz okay gemeistert als Aufsteiger. Dann ein bisschen schwer getan und hier immer besser reingekommen. Ne? Dann kamen wieder die schweren Spiele, da hat man ein bisschen was mitgenommen gegen Atletico, gegen Betis. Gegen Barca, ja. Und hat hin und wieder seine Punkte geholt. Und das hat am Ende gereicht. Das schauen wir uns auch nochmal genauer an. Höchster Sieg gegen Leganés im letzten Spiel. Wegen Ramiro. Denkwürdigstes Spiel, das 4-2 gegen Espanyol. Wo wir uns ja ein bisschen schwer getan haben zu Anfang. Aber dann doch verdient gewonnen haben. Vor der Saison von Lovric. In der ersten Minute, das war dieser Hammer gegen Espanyol, ne? Wo er ihn einfach mal drauf, genau, draufgehauen hat. So, Finanzen, keine neuen Sponsoring-Verträge, okay. Hier müsste ja eigentlich alles hochgegangen sein. Speisen, Getränke natürlich logisch ordentlich gestiegen. Auch die Einrichtung zur Bewirtung, Fernsehgelder deutlich gestiegen, Sponsoren gestiegen. Also grundsätzlich sind wir ein bisschen am Steigen, ne? Klar, wer erste Liga spielt, etabliert sich da. Das sind die Top 5 Trikotverkäufe. Kann ich so sogar sehr, sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Häufigste Elf war Marquinhos, Schlotterbeck, Tortosa, Olaza, Turrientes, Joaquín, Chucky, Force, Lovric, Javi. Würde ich so unterschreiben. Würde ich so unterschreiben. Und die Ehrungen natürlich. Spieler der Saison der Fans, Francisco Javier. Okay. Talent der Saison, Javier. Okay. Neuzugang der Saison, Schlotterbeck würde ich auch 1:1 so unterschreiben. Tor der Saison, Lovric, in Ordnung. Top-Torschütze, Javier, Top-Vorlagen, Force. Häufigste Spieler des Spiels, sogar Marcus Force. Bester Notenschnitt Javier. Und meiste angekommene Pässe von Joaquín. Natürlich der Mittelfeldmaschine. FIFA Best U21 Men's Player und Golden Boy. Beides Javier geholt. Überragend. Das hat mich sehr, sehr, sehr für ihn gefreut. Meiste Vorlagen eines Spielers. Force, Rekordbrecher, okay. Teuerster Einkauf, González, bisher überhaupt nicht gelohnt. Und jüngster Torschütze, Cavete mit 16 Jahren und 13 Tagen. Stark. Stark. Da haben wir es auch nochmal. Hat Fabrice Olinga abgelöst. Nicht schlecht. Ach, der war sogar der Jüngste in La Liga. Boah. Ramiro. Let's go, Junge. Und Force wurde noch mit aufgenommen hier. Aber nur für die Bank, wie es aussieht. Genau. Und Javi Marquillo ebenfalls. Na gut. Da muss man noch ein bisschen kämpfen, dass er hier mit reinkommt. Wobei da auch schon ein paar von uns drin sind. Beste Elf von Valladolid. Wo sind sie jetzt? Früchtel bei Everton. Onoma. Das sind ja auch gar nicht unsere Spieler. Ne? Deswegen ist es für uns irrelevant. Okay. So einen Rückblick haben wir gesehen. Jungs, jetzt aber mal gut. Leistungsanalysen für die letzte. Okay. So. Verhandeln. Meeting über Vereinsziele. Ich würde sagen, defensiv soliden Fußball spielen. Okay. Konterfußball spielen. Ja, das schauen wir uns immer so ein bisschen an, ob wir das überhaupt wollen. Das wird später verhandelt. Okay. Ja,
Na gut. Dann lassen wir das erstmal so, wenn es später behandelt wird. Also das würde ich nämlich. Ne? Okay. So, hier, Joaquín, San Emeterio, Olaza natürlich als Führungsspieler. Loftridge, Chucky, Makio, Helander, Gamm dahinter. Das ist in Ordnung so. Da wird sich aber noch ein bisschen ändern. So, Saisonabschlusssitzung. Obere Tabellenhälfte, Mittelfeldplatz, ja, Mittelfeldplatz. Sehr gut, das sind die Ziele. Ja, das machen wir dann. Gut, dann sehen wir uns später. Na? Wir sprechen, machen wir dann. Teambericht, ja, da werden wir ein bisschen arbeiten dran. Und viele Schwächen. Okay, die Spieler wurden nicht mit Flanken gesegnet. So, Verletzungen. Tino. Ja. Tino sehr auffällig. Helander auch ein paar gehabt. Loftridge ein paar, aber alles okay. Spieler sind im Urlaub. Sehr schön. Und dann gehen wir hier nochmal durch. Gut, dann würde ich mal sagen, wird auch Zeit, dass wir unsere Analyse machen. Dass wir einmal die Liga analysieren im genauen Detail. Tabellenzehnter, absolut in Ordnung, so würde ich sagen. 56 Tore geschossen, das war sehr stark. Offensiv waren wir sehr, sehr gut, muss man sagen. Hat mir gut gefallen. 50 Gegentore sind natürlich noch zu viel. Das ist klar. Das muss dann nächstes Jahr besser werden. Dann springen auch ein paar mehr Punkte raus und dann sind wir auf jeden Fall. Wenn wir auf einem einstelligen Tabellenplatz landen, reicht mir schon. Ne? Selbst der 10. Platz ist für mich in Ordnung. Hauptsache nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Wir wollen jetzt auch nicht wieder überheblich werden, weil wir eine gute Saison gespielt haben. Genau, ich würde mir einmal in Ruhe die Statistik angucken. Genau. Durchschnittlicher Ballbesitz, ja, waren wir Elfter, okay, gewonnene Kopfbälle. Und gelbe Karten, da sind wir immerhin Zweiter geworden. Rote Karten, Dritter, stabil. Punkte pro Spiel, ja, das ist natürlich dann der Tabelle entsprechend. Was hier interessant wäre. Spiele ohne Torerfolg. Ach so, sei es Serien, die aktuell laufen, glaube ich. Form, okay, genau. Tore. Tore pro Spiel, ja, waren wir ganz ordentlich mit dabei, finde ich. Aber tatsächlich jetzt noch nicht ganz so gut, wie man eigentlich denkt. Expected Goals, ja, waren wir ein bisschen schlechter. Flanken, ja, okay. Was könnte hier vielleicht noch wichtig sein? Schüsse aufs Tor. Chancenverwertung. Ja, waren wir gar nicht mal so schlecht mit dabei. Okay. Ballverluste. Wow, wir haben kaum Ballverluste gehabt. Achso, nee. Wir haben sehr viele Ballverluste gehabt. Huch! Huch! Expected Goals Gegner. Ja, waren wir auf jeden Fall, hätten wir mehr gemacht als bekommen. Das ist ganz gut. Zweikampfquote natürlich auch wichtig. Die muss besser werden nächstes Jahr. Da möchte ich uns hier oben sehen. Abgefangene Bälle, da waren wir ganz gut. Generell die Verteidigung fand ich jetzt nicht so schlecht dieses Jahr. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben aber doch ordentlich ausgegeben für La Liga-Verhältnisse, wie es aussieht. Bei Gehältern aber doch relativ weit unten. Finanzen sind bei uns wackelig. Okay, dann gehen wir mal rein in die Spielerübersicht. Schauen wir es einfach hier detailliert direkt an. Meiste Niederlagen, schon weiß man, bei Cadiz. Das wäre bei uns nicht passiert, aber wir wollten ihn halt nicht mehr. Ne? Meiste gelbe Karten, San Emeterio und Olaza da fleißig am Sammeln gewesen, rote Karten. Joaquín auch mit seinen zwei, aber zwei haben noch mehr geschafft. So, Laufleistung würde mich ja interessieren. Keiner von uns dabei. Also Laufleistung pro 90 Minuten. Francisco González, oha, nicht schlecht. Und Tino. Wer hätte das gedacht? Unsere zwei Offensivspieler. Notenschnitt von uns leider keiner dabei.
Ball gewinne, wäre mal interessant. Kevin Schlotterbeck, Siebter. Ich sag doch, der Junge war ein Segen. Zwei Verluste von uns, keiner dabei, sehr gut. Offensive Tore. Ja, Javier mitgemischt, immerhin mit 14 Toren. Ist okay. Kann sich sehen lassen. Expected Goals. Da hat er natürlich ein paar liegen lassen, wissen wir. Minuten pro Tor. Völlig okay für sein erstes Jahr La Liga. Auf jeden Fall. Chancenverwertung. Botero. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Chancen verwerten auch Chucky nicht schlecht. Entscheidende Pässe pro 90 Minuten. Olaza tatsächlich mit dabei. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Passquote. Von uns keiner ganz so hoch. Na gut. Flankengott. Ja, Markus Forst. Hat es ganz okay gemacht. Einen Tripler haben wir aber so jetzt erstmal nicht. Erlittene Foul wäre ganz interessant, aber da auch nicht. Okay, defensiv. Gewonnene Zweikämpfe. Elanda sehr gut. Okay. Nicht schlecht. Entscheidende Zweikämpfe. Schlotterbeck führender. Ich sag's doch, der Junge ist geil. Schaut euch übrigens bei Wittis. Nice. Meist abgefangene Bälle. Kevin Schlotterbeck der Zweite. Gewonnene Kopfballduelle. Markier und Schlotterbeck noch ein bisschen dabei. So, Torhüter. Gehaltene Schüsse, warte mal. Gegentore, klar, ja, erstmal so. Expected goals prevented. Ah, da ist Luft nach oben bei Angus Gunn. Früchte erstmal im Minusbereich, auch nicht schlecht. Paraden pro 90 Minuten, ja. Angus Gunn relativ Durchschnittskeeper, würde ich sagen, ne? Expected save. Elfmeter, okay. Ja, Karten wurden da gerne verteilt, vor allem rote Karten, aber gut. Letztens Tabelle sperren. Okay, so viel dazu. Gehen wir in die eigene Mannschaft rein, oder? Gucken wir mal, was da so ansteht. Da kümmern wir uns gleich drum. So, Angus Gunn, ja. Okayer Rückhalt, hatte auch seine Wackler drin. Ist jetzt nicht das hundertprozentige, das, was ich mir gewünscht habe, müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen mit dem. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Marktwert ist okay. Was haben wir damals geteilt? Ich glaube 2 Millionen für ihn, ne? 2,5. Ja. Ist ein bisschen so ein Wackelkandidat, würde ich mal sagen. Und Trailer ist jetzt ein Spiel gemacht, gut gespielt. Das ist aber so ein bisschen, ja, darf man nicht überbewerten. Marquillo, richtig gut unterwegs gewesen eigentlich. Bis dann halt zur Verletzung und dann hat wirklich Pablo Soria seinen Platz eingenommen. Trotzdem auch stabil in der ersten Liga, genauso wie in der zweiten. Da ist er sogar teilweise sogar noch ein bisschen aufgeblüht. Pablo Soria, überragend jetzt. Wirklich. Da geben sie sich offensiv nicht viel. Marquillo ein bisschen aggressiver noch. Das kommt vielleicht bei Soria dann auch. Aber Soria hat wirklich die Chance optimal genutzt, die er jetzt durch die Verletzung von Marquillo bekommen hat. Genauso wie Toribio eigentlich, der auch sehr, sehr gut reingekommen ist. Den müssen wir eigentlich vielleicht auch nochmal verleihen dann nächstes Jahr an guten, ambitionierten Zweitligisten. Dann Helander. Ja, immerhin 23 Einsätze gehabt. Auch eigentlich überwiegend gut gespielt. War halt so eine stabile, erfahrene Schütze da hinten drin. Ne? So, in dem Stil ein bisschen. Schlotterbeck habe ich schon genug gesagt. Das ist unser Top-Einkauf. Auf den bin ich richtig, richtig stolz. 33 Einsätze, ein Tor, okay, aber defensiv ganz, ganz, ganz wichtig. Luken Beete hat sogar einen recht hohen Marktwert, ne? Was sind da die Kaufoptionen? Haben wir überhaupt eine Kaufoption? Haben wir gar keine Kaufoption, ne? Okay. Ja, hätten wir aber so oder so nicht gekauft. Zu wenig Einsätze und da dann auch nicht zu überzeugt, das ist okay. Karim, die jetzt einen Einsatz, der war nichts, ist halt auch eher was für die Jugend noch ein paar Jahre. Das dauert noch, bis der fitness Potenzial hatte, aber auf jeden Fall. Und Dottosa, ja. Bisschen Wackelkandidat. Ne? Ist natürlich noch jung. Vielleicht muss er ihm ein bisschen Zeit zugestehen. Vielleicht wird nächstes Jahr besser neben Schlotterbeck.
Aber ja, da muss Konstanz rein. Nicht so, ja, vor allem auch bessere Spiele, klar. Aber wie gesagt, der ist jung, der hat jetzt ein Jahr La Liga hinter sich, vielleicht wird es nächstes Jahr besser neben Kevin. Dann machen wir weiter mit den nächsten Verteidigern. Melvin Barth, wenig Einsätze, ich glaube, dem seine Zeit bei uns ist vorbei. Muss man so ehrlich sagen. Wenn er gespielt hat, war es auch nicht so überragend. Unter anderem eine rote Karte. Und Nantes ist da interessiert, wäre ganz schön. Olaza überwiegend gut. Immerhin jedes 11. Spiel eine Vorlage. Nee, aber überwiegend gut. Aber hat auch immer wieder so ein paar schlechte Spiele zwischendrin. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ne? Gary, eigentlich immer ganz gute Spiele gemacht, wenn er reingekommen ist. Ne? Wenn wir ihn gebraucht haben. Ob es dann aber letztendlich für La Liga reicht, bezweifle ich bei ihm auch stark. Er ist dann auch doch eher ein Kandidat für einen Verkauf. Eine Laie könnte man machen, aber das Geld ist auch schön. Muss man da wirklich überlegen. Joaquín dagegen auf der 6. Sehr, sehr wichtig. 8 Scorer in 32 Spielen. Immer eigentlich auch gut gespielt. Allerdings auch die zwei roten Karten. Als Spielmacher da optimal. Wirklich. Benjat muss doch auch noch so ein bisschen in die Konstanz reinfinden, dass er mal die Form auch wirklich über 6-7 Spiele behält und nicht nur 3-4. An sich aber auch eine gute Verstärkung gewesen eigentlich. Gefällt mir auch ganz gut. Wir haben immerhin über 3,4 Millionen gezahlt. Bisher finde ich das ganz super. Die haben das da hier mit San Emeterio ganz gut gemacht. Der ohne Torbeteiligung, aber nicht schlimm. 32 Spiele. Auch nicht immer gut, aber jetzt auch am Ende wieder sehr, sehr stabil. Ich habe ihn immer noch gerne da mit Joaquín, mit Torrientes, mit San Emeterio. Und Edgar Garcia sind wir da nächstes Jahr eigentlich ganz top aufgestellt. Edgar Garcia auch sehr überzeugt die letzten Spiele. Hoffentlich kann er die Form und das Selbstvertrauen mitnehmen in die Vorbereitung und dann auch in die nächste Saison. Kamada, der wird nochmal ein bisschen zweite Mannschaft spielen müssen. Zwei Einsätze, die waren ganz okay, aber da reicht es halt einfach hier noch nicht, ne? Gut, dann haben wir unsere Zehner. Ja, wobei hier haben wir noch Stayard. Auch ist er jetzt ein Einsatz, eine Vorlage. Auch einer für die Zukunft halt, ne? Dann unsere Zehner mit Chucky. 10 Scorer in 29 Spielen. Ist okay, das dritte Spiel ungefähr. Der ist, glaube ich, langsam angekommen. Der ist jetzt angekommen in der Liga. Wert noch, ja, mit 23, ne? Ein bisschen konstanter noch, Junge. Ein bisschen konstanter, aber da waren zwischendurch schon sehr, sehr starke Phasen von ihm dabei. Das gefällt mir sehr gut. Und gut, Revilla hat jetzt ein Spiel gemacht, das war eine Katastrophe. Der braucht auch noch Zeit. Calvete ein Spiel gemacht, das war überragend. Deswegen darf er jetzt auch in der Vorbereitung bleiben. Ein Spiel, zwei Tore muss man halt erstmal machen beim Debüt, ne? Als 16-Jähriger in La Liga. Das hat mir schon sehr, sehr hat imponiert. Marcus Force, auf einmal ist er explodiert. 39 Einsätze, 20 Torbeteiligung jedes zweite Spiel. Super gespielt. Endlich ging es los bei ihm. Am Anfang nur im Sturm, beziehungsweise am Anfang auf den Außen, da hat es ja nicht funktioniert. Im Sturm hat es dann funktioniert. Ja, hat dann langsam reingefunden und auf einmal hat es überall funktioniert. So muss es sein. Den möchte ich auch nächstes Jahr wieder haben, den Marcus. Und sonst haben wir halt viele Außenspieler. José Suárez eher noch so ein Linksverteidiger. Der hatte letztes Jahr, ist er schon mal besser reingekommen, hat sich auch noch nicht ganz so gut entwickelt. Muss vielleicht auch noch mal ein bisschen zweite Mannschaft spielen. Ja, schwierig. Schwierig. Wir gehen auf jeden Fall mal noch auf die Außen. So, unser Top-Einkauf. Francisco González, ein Tor aus 21 Partien ist natürlich sehr, sehr wenig. Die Spiele waren auch nicht gut. Ja, bisher muss man ihn als Flop abstempeln. Ordentlich auch Marktwert verloren. Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass es wie bei Marcus Forst ist. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass der dann explodiert nächstes Jahr. Könnte ich mir sogar vorstellen. Deswegen möchte ich ihn auch noch nicht abschreiben im Sommer. Ja, auf den wird noch ein bisschen Vertrauen gesetzt. Loftrich, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark.
35 Partien, 16 Scorer, auch ungefähr jedes zweite Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, eigentlich auch immer gute Spiele abgeliefert. Das war schon sehr gut, was der da gemacht hat. Nochmal besser als in der zweiten Liga. Vielleicht fühlt er sich hier einfach wohler in der ersten. Ein Mann, bei dem es umgekehrt ist, Tino. 15 Einsätze, nur eine Vorlage, auch ganz schlechte Spiele. Viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und so weiter. Ich glaube, ja, bei ihm ist es auch Zeit, dass er wechselt. Er erinnert mich sehr an Tizian Tucci, glaube ich, war das. Letztes Jahr bei Basel. In unserem letzten FM. Der war ungefähr wie Tino. Der hat immer mal wieder gute Spiele gehabt, mal eine gute Saison gehabt. Dann verletzt, verletzt, verletzt. Und bei ihm lief es dann am Ende drauf raus, dass wir ihn immer ausgeliehen haben. Nach zwei, drei Leihen verkauft. Tino verkaufen wir lieber direkt. Ich glaube, das macht sonst keinen Sinn. Justin Deal. Bin ich mit ihm noch nicht ganz zufrieden, ganz ehrlich. Ein Abgangskandidat, sage ich euch. Gefällt mir nicht wirklich. 21 Spiele, 6 Scorer. Ja. Bisschen wenig auch gekommen. Sehr, sehr inkonstant. Da ist mal jedes dritte, vierte Spiel ein gutes Spiel dabei und das hilft uns nicht weiter. Da gebe ich ihn bei dem Marktwert lieber sogar ab, wenn da ein gutes Angebot kommt. Boah, er, ja, für sein erstes La Liga-Jahr mit 31 Einsätzen. 19 Scorer ist in Ordnung. Ging natürlich auch besser, hat auch viel liegen lassen, klar. Das wird nächstes Jahr vielleicht besser, wenn er nicht verkauft wird. Da sind sicher dann auch ein paar Vereine interessiert im Sommer. Und ich bin auch nicht abgeneigt, weil es halt eben viel Geld gibt. So ehrlich muss man auch sein. Desmond Martin, da haben wir eine Kaufoption von 4,9 Millionen. Ich glaube nicht, dass wir die ziehen werden. Das waren 19 Einsätze, 3 Tore. Wirklich überzeugend waren die Spiele nicht. Er mag ein super Talent sein. Versprechen für die Zukunft vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass wir 5 Millionen für ihn zahlen werden. Vielleicht kann man die Leihe verlängern. Aber ich glaube eher nicht, weil er uns aktuell nicht weiterhilft. Wir brauchen wirklich ein Backup, der, wenn er auf dem Feld steht oder mal als zweiter Stürmer spielt, auch trifft. Und nicht der dann halt vielleicht jedes fünfte Spiel, sechste Spiel mal trifft. Ne? Nestor Botero hat mir sehr, sehr gut gefallen. 19 Einsätze, 7 Scorer. Kann sich sehen lassen. Dafür, dass er hier erst 18 ist. Entwickelt sich ganz gut. Guten Abschluss, gute Technik. Passen muss er noch ein bisschen pushen, vielleicht auch die Flanken. Und ja, sonst gefällt mir sehr gut, ne? Der Junge, einer für die Zukunft auf jeden Fall. Und ja, hat eine hohe Ausstiegsklausel, oder? 13 Millionen. 13 Millionen ist fast schon wenig. Den müssen wir fast nochmal verlängern. Naja, schauen wir hier nochmal kurz rein, ob da doch noch jemand dabei ist, aber eher nicht, den wir hochziehen können. Nee. Gut. Das heißt, dann gehen wir auch die Mannschaft an sich nochmal durch, um Abgangskandidaten festzulegen. Jairo Contreras wird eher in die zweite Mannschaft rücken. Wir holen uns einen relativ billigen zweiten Keeper. Er soll in der zweiten fit halten. Und mit dem wieder aufsteigen, hoffentlich, in die dritte Liga. Sind ja leider abgestiegen. Rechts bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Toribio werden wir wahrscheinlich verleihen. Und dafür mit Soria und Manquillo in die Saison gehen. Wahrscheinlich Manquillo sogar als Backup für Soria. Helander würde ich sogar nochmal als Vierter vielleicht behalten, wobei er halt ein sehr hohes Gehalt hat, ne? Muss man schauen, ob das noch Sinn macht. 106.000 ist nicht schlecht. Schlotterbeck und Tortosa ist natürlich ganz klar die IV bei uns der Zukunft. Brauchen wir noch einen dritten IV, dann Helander. Kerimli kann, glaube ich, ganz klar wieder in die U19. Melvin Barth auf jeden Fall auf die Transferliste setzen. Das Kapitel machen wir jetzt zu. Das ist zu Ende. Er kriegt viel Gehalt. Er ist noch ein bisschen was wert. Verkaufen wir ihn lieber. Wie viel haben die damals geholt? 1,5. Wird man sogar Gewinn machen wahrscheinlich. Da hat man Olaza links und Gary.
Eine Leihe oder ein Verkauf? Vielleicht sogar beides. Einen neuen Linksverteidiger-Backup brauchen wir sowieso. Schauen wir mal, was reinkommt. Ne? Eins von beidem. Wenn eine gute Leih-Ding rankommt, ich möchte ihn, oder man verkauft ihn mit einer Rückkaufoption. Ne, wir verkaufen den, wartet mal. Wir verkaufen Gavi, weil er gerade einen ganz guten Marktwert hat. Wir kaufen ihn, vielleicht kann man ihn irgendwann zurückholen. So, Mittelfeld, Joaquín Torrientes, San Emeterio, Edgar Garcia. Perfekt. Kamara wieder in die B-Mannschaft. Ortosa ist ja eher als IV eingeplant. 6 steht. Das heißt, wir brauchen hauptsächlich erstmal einen Linksverteidiger. Und einen IV natürlich. Dann. Der Yard wird auch erstmal in die U19 wieder runterkommen. Dann steht hier 19. Dann. Calvete bleibt. Revilla geht erstmal in die zweite wieder. José Suárez ebenfalls. Valladolid B. So, dann haben wir auf der 10 theoretisch Chucky und gegebenenfalls Force. Würde ich so behalten. Calvete noch dazu. González möchte ich behalten. Lovric erstmal behalten. Wenn ein Angebot kommt, machen wir es. Aber wir setzen ihn nicht auf die Transferliste. Bei Tino ist die Sache anders. Der wird ganz klar verkauft. Das ist ein Deal. Würde ich auch erstmal nicht auf die Liste setzen, aber auch Verkaufskandidat. Aber hier genauso. Potero würde ich mal behalten. Also bei denen sind wir offen zu sprechen, sage ich mal. Ne? Gut. Dann erstmal so viel dazu. Da kümmern wir uns dann später drum. Wenn auch die Jungs aus der U19 hochgerückt sind, können wir da vielleicht auch ein paar von verkaufen. Und da haben wir die Analyse erstmal durch, ne, Freunde? Garcia kriegt nochmal die Gehaltserhöhung. Die 36.000 hat er sich verdient. Mit seinen letzten Spielen hat er sie sich verdient.